Mein Vater Wolfram Beck ist 1930 in Greiz in Thüringen geboren worden. Er verlebte eine gutbürgerliche, normale Kindheit. Aus dieser Kindheit ist er mit 14 Jahren unvermittelt herausgerissen worden. Er wurde als Flakhelfer an die Front eingezogen. Dort wurde er sehr schnell verwundet und hat im Feldlazarett entsetzliche Dinge erlebt, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben. Auch der Tod seines Vaters, der nicht aus dem Krieg wiederkam, führte bei ihm zu einem Trauma, das er sein Leben lang versucht hat, künstlerisch zu verarbeiten. Beeinflusst durch seine Ausbildung als Holzbildhauer und später als Bildhauer an der Berliner HDK, sind die Motive in den früheren Jahren noch organisch und werden zunehmend konstruktiv. Als Bildhauer steht bei der Entwicklung eines Motivs immer die Idee, das Motiv skulptural umzusetzen. Und dabei ist auch das Material mitgedacht. Die beherrschende Motivlage ist das Thema Verlust und Transzendenz. Als humanistisch gebildeter Bildhauer drückt er zunächst den Verlust in Abstraktionen und Variationen des Motivs Jesus am Kreuz, Leid und Erlösung aus. Auch Schwingen und Flügel bedienen diese Thematik. In den 80er Jahren gewinnt das Tor als Symbol für den Übergang des Stofflichen in einen Zustand, den wir alle nicht kennen, gestalterische Dominanz. Ein Zustand, der Hoffnung auf Rückkehr oder Wiedersehen erlaubt. Zugleich ist das Tor etwas Architektonisches, Konkretes und schließt den Bogen zu der Formensprache, in der er sich zuletzt wohlgefühlt hat. Ungefähr alle 10 Jahre wendet er sich einem neuen Material und dadurch einer neuen Ausdrucksmöglichkeit zu. Anfangs Holz, dann Bronze, dann Stahl, später Plexiglas, zuletzt Stein. Nach anfänglichen Porträts, Büsten und Akten war die Kunst danach zeitlebens ausschließlich abstrakt. Die konstruktiven architektonischen Motive werden von der spontanen Idee, festgehalten in perfektionistischen Skizzen, mehrfach und über einen langen Zeitraum über großflächige Grafiken bis hin zu Gemälden variiert und weiterentwickelt. Die Gemälde verraten die auf Leinwand gedachte Skulptur, die nicht immer ausgeführt wurde. Dabei ist ihm handwerkliche Präzision in jeder Phase sehr wichtig. Die Verarbeitung des Verlusts und die Suche nach dem Sinn des Schmerzes, verbunden mit der Hoffnung, den Schmerz zu lindern, ist Wolfram Becks zentrales Thema. Für ihn ganz persönlich ist es der Verlust der eigenen körperlichen Unversehrtheit und Perspektive als kriegsverletzter 14-Jähriger, der Verlust des Vaters im Krieg, der Verlust der Heimat und der Verlust des Sohnes. Den erlittenen Traumata versuchte er Antworten oder zumindest einen Sinn entgegenzusetzen, was künstlerisch genial gelingt, aber menschlich scheitern muss.